Am Montag nahm ein Mann Szenen bei Wiener Bahnhof auf und postete sie auf TikTok. Die Community verwirrt, was im Video passiert. Hier sehen Sie das Video vom Bahnhof in Wil. TikTok-Mega Bernd aus die Community verwirrt darüber, was genau im Video vor sich geht. Die Polizei sagt, dass es sich nur um Polizeikontrollen handelte. In diesem Zusammenhang konnten 4 Männer verhaftet werden. Ein Mann, der mit den Händen an der Wand steht und von 2 Männern durchsucht wird. Sadin klettert über die Bushaltestelle und setzt sich auf das Dach eines Stationsgebäudes. Dieses Video befindet sich derzeit auf TikTok viral, ist verwirrt, schreibt ein Benutzer. Ein Benutzer ist froh, dass sie in Wil nicht mehr lebt. Aber was ist in Wil? Anführungszeichen, sie schreibt, Wiener Bahnhof ist die schweizerische Version des Frankfurt Bahnhofs, schreibt ein Benutzer, der eine Anspielung auf die Drogenszene in Frankfurt macht. Video jetzt. Polizei klären Hans-Peter Krusi, Mediensprecher der kantonalen Polizei von St. Gallen, klärt. Im Rahmen dieser Kontrollen konnten die Polizeibeamten auch 2 Personen verhaften, die im Schweizer Suchregister beworben wurden. 2 andere Männer konnten auch nach einem Betäubungsmittelhandel festgenommen werden. Waren Sie schon einmal in Wil SG? Ja, ich gehe regelmäßig dorthin. Ja, ich war schon einmal dort. Nein, ich kann mich nicht erinnern. Nein, aber ich möchte gehen. Ich weiß es nicht. Haben Sie oder haben Sie ein Problem mit süchtig machenden Substanzen? Hier finden Sie Hilfe safesun.ch. Anonymous Online Ratschläge für Suchtfragen viel okay. Informationen für junge Menschen Infodruck. Info oral. Anonymous Alkoholik. Telefon 0848 885 885 stopsmoking.ch. Telefon 0848 000 181 Vergiftungsnotfall. Telefon 145.